Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Sachverständige. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung. Wir wollen uns heute informieren über die gegenwärtige Situation nach den Atomunfällen in Tschernobyl am 26. April 1986 und in Fukushima am 11. März 2011. Und ich bin gebeten worden, kurz zu dieser Anhörung etwas zu sagen. Es geht uns darum, die Schäden wirklich einzuschätzen, das Leid einzuschätzen und natürlich auch für uns Konsequenzen daraus zu ziehen. Hier in Deutschland ist es ja auch bekannt, dass der Bundestag beschlossen hat, den Atomausstieg bis 2022. Und aufgrund dessen ist es natürlich für uns besonders interessant, auch zu sehen, was ist in den anderen Ländern, was ist in Japan, was ist in Tschernobyl. Die Frage auch des Sarkophags soll heute mit diskutiert werden. Von den Fraktionen wurden als Sachverständige benannt. Wladimir Kuznetsov, Direktor des nuklearen Strahlungssicherheitsprogramms von Green Cross Russland, Hideyuki Ban, Co-Direktor des CNIC, Citizens Nuclear Information Center, dann Dr. Med-Dörte Siedentopf, sie ist hier vom IPPNW, Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung. Aus technischer Sicht haben wir heute eine Premiere, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da Herr Kuznetsov und Herr Ban nicht hier bei uns sein können, werden sie aus Moskau und Tokio zugeschaltet. Natürlich sind wir immer bemüht, dieses mit professioneller Konferenztechnik und in ausgezeichneter Qualität zu tun. Nur steht unseren Gesprächspartnern nicht immer ein professionelles Studio zur Verfügung. Es stellt sich in diesen Fällen die Frage, ob wir auf diese Gespräche verzichten wollen oder ob wir eine etwas einfachere Technik nutzen, die dann auch unseren Gesprächspartnern zur Verfügung steht. Wir haben uns heute ganz bewusst entschieden, nicht auf die Kompetenz und den Sachverstand von Herrn Kuznetsov und Herrn Ban verzichten zu wollen. Wir werden sie deshalb über das Internet nacheinander zuschalten. Bitte entschuldigen Sie die eingeschränkte Qualität. Und ich danke in diesem Zusammenhang hier auch ganz besonders unseren Haustechnikern dafür, dass sie unsere Bild- und Tontechnik hier im Saal mit dem Internet verbunden haben und uns zur Seite stehen. Wir beginnen mit Herrn Wladimir Kuznetsov vom Green Cross Russland. Er steht uns mit einer Tonleitung aus Moskau zur Verfügung. Anschließend wollen wir Herrn Hideyuki Ban vom Citizens Nuclear Information Center aus Tokio mit Bild und Ton zuschalten, bevor wir dann zu Dr. Dörte Siedentopf vom IPPNW kommen. An die Statements schließt sich jeweils eine Fragerunde an. Aufgrund der konsekutiven Übersetzung, und ich bedanke mich hier an dieser Stelle schon mal bei den Dolmetschern, werden wir für die Gespräche mit Herrn Kuznetsov und Herrn Ban die doppelte Zeit benötigen. Ich bitte also die Fragesteller deshalb, sich immer entsprechend kurz und präzise zu fassen. Also Sie haben es verstanden, zuerst kommen die Vorträge mit dazwischen immer wieder Dolmetschung und dann unsere Fragerunden. Herr Wladimir Kuznetsov, Ihr Statement bitte. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ach, er ist da. Ich begrüße Sie und freue mich, dass Sie teilnehmen können an unserer Diskussionsrunde. Und wir sind ganz gespannt, was Sie uns erzählen werden. Es geht uns vor allem darum zu hören, wie geht es den Menschen, welche Schlussfolgerungen sollen wir aus dem Atomunfall in Tschernobyl für uns ableiten und was ist mit dem Sarkophag, was ist auch Aufgabe, sage ich mal, von deutscher Seite. Also seien Sie uns herzlich willkommen. Доброе утро, господин Кузнецов. Мы очень рады, что вы готовы сегодня выступать здесь на наших слушаниях экспертам. Нас очень интересует обстановка вокруг Чернобыля, Саркофаг и так далее, но нас и
интересует судьба людей, которые попали там в определенные последствия в связи с Чернобыльской аварией. Вы знаете, что в Германии было принято германским Бундестагом решение о том, чтобы Германия уже в 2022 году не будет, в общем-то, воспользоваться атомной технологией. И поэтому нас интересует положение дел в других странах. Кроме вас еще будет другой эксперт сегодня, господин Хидеюки Бан из Японии. Он расскажет о положении дел вокруг Фукусимы. Нас интересует тоже саркофаг. Распорядок следующий. У вас будет 7 минут примерно на ваше, так сказать, заявление. Потом будут вопросы. Тоже просьба, так сказать, коротко ответить на эти вопросы, если это возможно. Еще раз добро пожаловать в нашем кругу, в кругу слушания, и вам предоставляется слово, господин Кузнецов. Vielleicht noch zu... Добрый день, уважаемые господа. Я рад приветствовать вас. Очень благодарен устроителям данного мероприятия за возможность выступить перед вами и ответить на ваши вопросы. Я человек, который сам проработал на Чернобыльской атомной электростанции около 10 лет, был ликвидатором последствий, потом впоследствии, после аварии, которая произошла в 1986 году, 26 апреля. Долгое время был начальником инспекции по ядерной и радиационной безопасности и осуществлял государственный контроль за как раз безопасностью реакторов чернобыльского типа, я имею в виду канальных реакторов, реакторов типа РБМК. Те ситуации, которые раньше были на Чернобыльской станции во время моей работы и в дальнейшем, во многом говорят, что станция на данном этапе, несмотря на то, что она закрыта в 2000 году, совершенно правильное решение было принято по этому поводу, но она продолжает оставаться опасным объектом. До тех пор, пока на станции не возведен новый саркофаг, а я хочу сказать, что вот до вообще начала всех работ, связанных с проектированием вот подобного сооружения, эквивалентная площадь дыр в самом старом саркофаге составляла более 5000 квадратных метров, что не являлось и не является безопасным для непосредственно самого персонала, который там работает, для окружающей среды. Ну, про население я не говорю, так как население около Чернобыльской станции сейчас, так сказать, все выселено оттуда, из этой зоны. А те аварии, которые раньше... Господин Кузнецов, дайте мне быстренько переводить. Хорошо, да, готов. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich zugeschaltet bin und dass ich die Möglichkeit habe, hier meinen Standpunkt zu äußern zu der Situation. Ich selbst habe bei der Bekämpfung der Folgen der Havarie in Tschernobyl gearbeitet. Ich war 10 Jahre dort befasst mit diesen Fragen. Ich bin einer der Liquidatoren und ich war nach der Havarie 1986, dann 10 Jahre dort, war unter anderem auch zuständig für die Kontrolle des Strahlenschutzes, habe die staatliche Kontrolle dort ausgeführt als Leiter der Inspektion für die radioaktive Sicherheit und den Strahlenschutz. Ich habe mich auch sehr intensiv beschäftigt mit dem entsprechenden Reaktortyp, der in Tschernobyl dort eingesetzt wurde, dem sogenannten RBMK-Reaktor. Und ich kann die Situation ungefähr einschätzen. Die Situation ist also nach wie vor gefährlich. Wir haben zwar nach der Abschaltung, nach der vollständigen Abschaltung von Tschernobyl im Jahre 2000 eine etwas günstigere Situation. Das war übrigens eine sehr richtige Entscheidung. Wir haben aber Probleme mit dem alten Sarkophag. Er wurde ja zeitweilig neu errichtet. Wir müssen jetzt einen neuen bauen, damit wir die Sicherheit hier entsprechend garantieren können. Denn der alte hat eine sehr große Fläche von ungefähr 5000 Quadratmetern. Und da gibt es natürlich entsprechende Lücken, entsprechende undichte Stellen und so weiter. Und das birgt Gefahren nicht nur für das Personal, sondern auch für die Umwelt. Sie sprachen vom Leiter Bevölkerung, von den Gefahren für die Bevölkerung. Die muss man hier im inneren Umfeld nicht sehr stark betrachten, weil ja die Bevölkerung aus der entsprechenden Zone umgesiedelt worden ist. Можно дальше. Господин Кузнецов, вы можете дальше говорить. Да, вы немножко просто со звуком пропали, я просто потерял. Значит, я могу продолжить, да?
Значит, те аварийные ситуации, которые были во время самой эксплуатации станции, то есть 2000 года, я не говорю о тех, о той аварии 1986 года. Чернобыльская станция у нас была знаменита и продолжает быть знаменита теми бесчисленными ситуациями, связанными со взрывами, с пожарами на самой станции, которые в ряде случаев привели к резкому ухудшению самих строительных конструкций к самой станции. И тем более тогда, когда станция была остановлена, денег правительство Украины не выделяло на поддержание, или выделяло их крайне мало на поддержание безопасности самих несущих конструкций самой станции. Вот та ситуация, которая у нас произошла в марте, говорит как раз о том, что вот подобная халатность со стороны эксплуатации самой станции, а также со стороны соответствующих структур привела вот к подобным обрушениям, которые произошли в марте этого года. Ich möchte jetzt nicht über die Havarie im Jahre 1986 sprechen, wie die Station ist ja jetzt außer Betrieb seit dem Jahre 2000, aber es gibt immer wieder verschiedene unangenehme Situationen. Es gibt Explosionen, es gab Brände auch und die Situation hat sich da dahingehend auch verschlechtert, dass diese dann übergegriffen haben auf die Träger, auf Baukonstruktionen, die dann nicht mehr so stabil waren. Und leider ist es so, dass die entsprechenden Belastungen auch nicht beseitigt wurden. Die Ukraine hat entweder kein Geld oder zu wenig Geld zur Verfügung gestellt, um die tragenden Konstruktionen zu stabilisieren. Und dieser letzte Fall jetzt im März 2013 hat gezeigt, dass nach wie vor dort eine gewisse Nachlässigkeit existiert, dass also sowohl das Personal in der Station selbst, aber auch die entsprechenden Aufsichtsbehörden, die anderen Behörden, sich nicht der Gefahr bewusst sind, die nach wie vor dort existiert. До тех пор, пока на станции находятся неутилизируемые радиоактивные отходы в хранилищах радиоактивных отходов, и жидкие, и твердые, до тех пор, пока на станции находится значительное количество отработавшего ядерного топлива, которое уже в ряде случаев это топливо хранится с самого начала эксплуатации самой станции, а как показывает практика, топливо такое теряет свою герметичность, наблюдается повышенный выход радиоактивности непосредственно в воду бассейнов хранения этого отработавшего топлива, до тех пор станция будет оставаться крайне опасным, ядерно опасным объектом для окружающей среды и для всего человечества, особенно для стран Восточной Европы. Wir müssen davon ausgehen, dass eine der Hauptquellen für die Gefahrenlage in Tschernobyl darin besteht, dass ja nach wie vor dort Radioaktivität vorhanden ist, dass nicht nur radioaktive Abfälle dort zwischengelagert sind, sondern dass auch in dem Einschluss dort entsprechende radioaktive Stoffe gelagert sind. Und solange wir hier keine Möglichkeit finden, diese wirklich dort zu entnehmen und entzulagern, gibt es natürlich ein sehr hohes Gefahrenpotenzial. Und die hermetische Abriegelung verschlechtert sich. Und das hat natürlich oder kann Folgen haben für das Wasser dort, für die Umwelt. Und das kann insgesamt auch Folgen haben für die gesamte Situation im osteuropäischen Raum. Я приветствую решение Германии, первой страны, которая приняла решение. Я считаю, это историческое решение. И на это решение должны вообще ориентироваться все страны, обладающие атомной энергетикой, о закрытии всех своих объектов атомной энергии. Ich begrüße die Entscheidung von Deutschland über den Atomausstieg. Ich bin der Auffassung, dass das eine historische Entscheidung ist und ein Orientierungspunkt, ein Beispiel für alle Länder, die heute noch mit der Atomenergie arbeiten. Но самое главное, мы должны помнить, что у нас в России продолжает эксплуатироваться 11 энергоблоков с реакторами РБМК. Aber in diesem Zusammenhang ist der wichtigste Punkt, den wir wirklich im Auge behalten sollten, an den wir uns immer erinnern müssen, dass in Russland nach wie vor 11 solche Reaktorblöcke vom Tschernobyl-Typ, also RBMK, in Betrieb sind.
В свое время, где-то в районе 5 лет назад, я со своими коллегами, мы создали инициативную группу о прекращении реакторов РБМК здесь, на территории Российской Федерации. Wir haben vor 5 Jahren, also wir, das sind meine Kollegen und ich, eine Initiative gestartet in Russland, um diese Reaktoren des Tschernobyl-Typs auch entsprechend einzustellen, ihre Arbeit einzustellen in Russland. Станции уже выработали свой ресурс. Их сейчас бесконечно продлевают этот ресурс. Сначала на 5, потом на 10, на 15 лет. Новые разговоры о продлении. И так до бесконечности все это будет. Занимается госкорпорация Росатом по этому направлению. Und die Situation ist heute so, dass im Grunde genommen viele dieser Reaktoren bereits ihre technische Lebensdauer erreicht haben. Trotzdem werden Entscheidungen gefällt, dass sie weiter in Betrieb bleiben sollen. Und diese Entscheidungen sehen dann so aus, dass die Betriebszeit dann um 5 Jahre verlängert wird, manchmal dann um 10, natürlich dann um 15. Und das kann ein unendlicher Prozess werden. Und das wird alles gemacht von der staatlichen Gesellschaft Rosatom. Ja, danke schön. Wir möchten jetzt noch einige Fragen an Sie stellen. Господин Кузнецов, сейчас председатель говорит, комитета, она вас благодарит и хочет еще предоставить возможности там членам комитета обратиться к вам с вопросами. А можно я буквально еще минуточку, да, закончу свою фразу? Können Sie mir noch eine Minute geben? Да, одну минуточку. Наше обращение президенту Путину в Конституционный суд по вот как раз продлению сроков эксплуатации этих реакторов, а потом обращение в Европарламент, к сожалению, Европарламент, вот наше заявление, уже рассматривает 5 лет, и никакого движения по этому направлению нет. Wir haben uns ja mit dieser Initiative auch an den Präsidenten Putin gewandt. Wir haben uns an das Verfassungsgericht der Russischen Föderation gewandt, aber leider hat das noch nicht gefruchtet. Also die Betriebszeiten werden nach wie vor verlängert. Wir haben auch einen Antrag gestellt an das Europäische Parlament. Dieser ist vor 5 Jahren bereits gestellt worden und wir sehen da keinerlei Bewegung. Das betrübt uns ein wenig. Ну, вот все, что я хотел сказать, очень коротко. Vielleicht das in aller Kürze. Ja, danke schön für die vielen Informationen. Wir möchten aber noch kurz Fragen stellen. Wirklich kurz, Herr Dr. Paul. Er ist von der CDU-CSU-Fraktion. Спасибо вам большое за эту информацию. Сейчас будет вопрос, и первым будет доктор Паул из фракции ХДС-ХСС. Ja. Guten Morgen, Herr Kuznetsov. Vielen Dank, dass Sie uns heute Morgen zur Verfügung stehen. Доброе утро, господин Кузнецов. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь. Нами выступаете. Meine Frage richtet sich auf den Zustand des Sarkophags in Tschernobyl. Es gab dort ja Schwierigkeiten, die durch einen zweiten Sarkophag behoben werden sollten. Мой вопрос направлен на саркофаг. Там были определенные сложности, он там не выполняет полностью, так сказать, свои функции, поэтому сейчас принято решение построить новое такое укрытие, новый конфайнмент. Auch die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich finanziell an der Errichtung eines solchen neuen Sarkophags. Meine Frage dazu: Haben Sie Kenntnisse, wie der Fortgang des Verfahrens ist, ob die Arbeiten dort plangemäß vorangehen oder, wenn nein, an welchen Stellen es Hindernisse im Verfahren gibt? Okay. И мой вопрос заключается в том, что на фоне того, что Германия также участвует именно в финансовом отношении, как там обстоят дела, то есть все... Я извиняюсь, вы меня слышите, нет? Да, вот сейчас слышу. Окей. Значит, мой вопрос заключается в следующем. Германия участвует в возведении этого нового конфайнмента безопасного, и мы хотели бы знать, как там обстоят дела. Знаете ли вы там, какой там прогресс, или если нет прогресса, в чем там какие-то, может быть, препятствия на пути вот построения вот этого нового сооружения? В текущем состоянии работ со строительством саркофагом я этой информацией не владею. Почему? Потому что информация идет крайне скудно. Украинская сторона этой информацией практически, так сказать, не делится.
Тем более очень плохо, что вообще весь проект самого саркофага из современного состояния безопасности Чернобыльской этой станции, вообще он был скрыт от общественности. Не проводились ни слушания по этому вопросу, нигде официально вот, информация о достоинствах или недостатках и тех экспертных работ, которые проводились непосредственно по этим работам. Я вот подобной информацией просто не владею. Хотя я эту информацию старался все время отслеживать. Крайне скудная информация, и тем более отсутствует информация о современном состоянии работ по вот этому направлению. Leider kann ich auf diese Frage nicht vollständig antworten, weil ich nicht genügend Informationen habe. Das hängt damit zusammen, dass die ukrainischen Verantwortlichen ihre Informationen eigentlich mehr oder weniger unter Verschluss halten. Wir wissen nicht, was dort genau geplant ist, wie dieses Projekt in Angriff genommen werden soll, wie es umgesetzt wird. Wir haben überhaupt den Eindruck, dass die Beteiligung der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft an diesen ganzen Fragen eigentlich sehr zu wünschen übrig lässt. Es gibt keine Anhörung und so weiter. Deswegen können wir auch nicht sagen, welche Vorteile dieses Projekt hat, welche Nachteile es vielleicht hat und so weiter. Wir kennen die Sachverständigen nicht, die das machen, und wir haben nicht genug Informationen, um hier uns eine Meinung zu bilden. Ja, wir haben jetzt noch drei Fragen und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde Ihnen die drei Fragen, werden wir Ihnen jetzt stellen, und dann müssen Sie bitte alle zusammen beantworten, denn der Kollege in Japan wartet dann auch zur Beantwortung unserer Fragen. Господин Кузнецов, еще будет три вопроса. Просьба потом, так сказать, в общем, так сказать, совместно ответить на эти три вопроса, потому что там уже ждет следующий эксперт из Японии. Хорошо, хорошо. Wir stellen jetzt alle Fragen auf einmal. Es kommt Marco Bülow, SPD-Fraktion. Ja, guten Tag, Herr Kuznetsov, auch von mir aus vielen Dank. Können wir bitte den Telefonkontakt halten, weil er sehr schlecht hört. Herr Kuznetsov hört sehr schlecht. Können wir bitte nochmal anrufen da und dann das Telefon nehmen als Schasperidium na Telefon. Okay, значит, следующий вопрос будет от Марка Бюло из социал-демократической фракции. Ja, auch von mir guten Morgen, Herr Kuznetsov, und vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Ich habe eine Frage. Sie haben gerade gesagt, es gibt 11 Typen, also 11 Typen von der Bauart in Tschernobyl, von Atomkraftwerken, die noch sich in Betrieb befinden. Da wäre meine Frage, ob Sie wissen, wie ungefähr der Zustand von diesen Atomkraftwerken ist und ob es nach Fukushima überhaupt eine Diskussion bei Ihnen gab, diesen Typen einen Stresstest zu unterziehen oder was Ähnliches, was wir in Europa gemacht haben. Und eine zweite Frage zu den Strahlenopfern, aber vielleicht erst die Übersetzung. Значит, господин Кузнецов, следующий вопрос. Вы говорили о 11 блоках там реактора типа РБМК, который еще работает, эксплуатируется в Российской Федерации. Вы можете дать короткую оценку состояния этих реакторов, этих блоков? И второй вопрос. Как после аварии Фукусимы там была проведена в России какая-то дискуссия или был проведен так называемый стресс-тест этих реакторов, так каким образом, как это было сделано здесь, в общем-то, в Европейском Союзе? Und eine ganz kurze zweite Frage. Sie haben gesagt, Sie gehören zu den Liquidatoren, und uns würde interessieren, wie die derzeitige Versorgung der damals Betroffenen ist, ob sich da was geändert hat in letzter Zeit oder ob Sie da irgendwie nähere Informationen zu haben. И другой вопрос мой. Вы говорили вначале о том, что вы тоже относитесь к числу ликвидаторов Чернобыльской аварии. И меня интересует, насколько вот сейчас вы оцениваете ситуацию в отношении обеспечения там этих людей, которые тогда, в общем-то, пострадали, в том числе вот именно в смысле здоровья там. Dankeschön. Dann Dorothee Menzner von der Linken.
Ja, auch von meiner Seite aus guten Morgen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu fragen. Es gab vor einiger Zeit im deutschen Fernsehen eine Dokumentation, wo ein deutscher Physiker auch in den Ruinen von Tschernobyl war, Dr. Pflugbeil, und festgestellt hat, dass relativ wenig Kernbrennstoff überhaupt noch in der Anlage offensichtlich sich befindet. Und von daher gibt es eine Debatte, ob die enormen Kosten für einen Sarkophag in der Form überhaupt den optimalen Nutzen bringen oder ob das Geld nicht viel besser eingesetzt wäre, um die gesundheitlichen und sozialen Folgen der Menschen vor Ort zu beheben oder zu mindern. Ich hätte da gerne noch mal eine Einschätzung von Ihnen, weil das ja doch ein sehr aufwendiges und sehr langwieriges Projekt ist, wo wir den Eindruck haben, dass es auch nicht so ganz so schnell und gut vorangeht, wie wir uns das alle wünschen würden. Это вопрос госпожи Менцнер из фракции Левых. Она вас тоже приветствует. Спасибо, что вы участвуете в этом, в этих слушаниях. И тут недавно в немецком телевидении шла документация о визите одного из наших физиков, господина Пфлугбайла, в Чернобыль. И он пришел там к выводу, что там не так много уже отработавшихся ядерного топлива. И в связи с тем, что, может быть, опасности не такие большие, тут ведется сейчас дискуссия в отношении того, стоит ли построить такой новый саркофаг в таком именно объеме, на столько там денег вложить, много финансовых средств и так далее. И вопрос заключается в следующем. Может быть, было бы лучше, если эти деньги, эти финансовые средства, в общем-то, направить, так сказать, на здравоохранение, на поддержку, так сказать, состояния людей, которые пострадали в связи с аварией в Чернобыле. И, может быть, там это было бы более полезно тем, чем построить этот огромный саркофаг, а прогрессе возведения которого мы не слышим очень много положительного. Danke. Und jetzt Frau Kotting-Ull von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Tag, Herr Kuznetsov. Ich wüsste zum einen gern von Ihnen, welche Überlegungen es in der Ukraine gibt für eine dauerhafte, also für eine langfristige Lösung des Problems, ob es bei Sarkophag bleibt oder ob es andere Überlegungen gibt. Und zum anderen in Bezug auf die 11 Reaktorblöcke in Russland, die Sie ja als großes Problem dargestellt haben, ob Sie sich da eine Unterstützung aus Deutschland wünschen, vom Bundestag oder auch von der Bundesregierung, und wie die aussehen könnte in Ihren Augen. Госпожа Кёртинг-Уль из фракции «Зелёных» имеет два вопроса. Во-первых, как вы считаете, то, что сейчас делается в Украине, это действительно, в общем-то, долговечное такое решение вопроса, или, может быть, вопросы решения Саковака надо совсем в ином ключе, в общем-то, принять? И второй вопрос. Вы говорили об 11 реакторов чернобыльского типа, которые еще работают. И нужно ли там в этом вашем деле, в вашей инициативе, может быть, какая-то поддержка из Германии, то есть, может быть, со стороны Германского Бундестага или тоже со стороны федерального правительства Германии? Ja, das waren jetzt alle Fragen. Bitte beantworten Sie sie. Вот это все вопросы, ваш адрес, господин Кузнецов. Сейчас мы просим вас ответить на них. Алло? Я могу отвечать? Да, пожалуйста. Вопросов много, вопросы очень интересные. Я благодарю за эти все вопросы, но в связи с тем, что у меня крайне мало времени, если я на какой-то вопрос не отвечу, прошу меня сразу заранее извинить. Ja, das sind ja sehr viele Fragen. Falls ich etwas auslassen sollte, weil ich sehr wenig Zeit habe jetzt und mich sehr konzentrieren muss, entschuldigen Sie bitte, ja? Значит, что я хочу сразу сказать? Я хочу сказать, что все вопросы, если будут решаться и будет помощь со стороны Германии, финансовой поддержки вот этого проекта саркофага, если не будет строгого, независимого, я подчеркиваю, независимого контроля за техникой выполнения и за финансовыми потоками, то этот проект обречен на провал, сразу говорю. Also, ich möchte ganz zuerst Folgendes sagen. Wenn es nicht
Im Zusammenhang mit allen diesen Maßnahmen, die jetzt vorgesehen sind in Tschernobyl, dort zu einer wirklich unabhängigen, und ich möchte betonen, unabhängigen Kontrolle kommt, auch von deutscher Seite, dann kann ich Ihnen vorhersagen, dass die Ausführung nicht so verlaufen wird, wie sie sein muss. Und dann kann ich Ihnen auch vorhersagen, dass die finanziellen Mittel, die hier eingespeist werden, nicht so verwendet werden, wie es eigentlich gedacht ist. Этого вопроса и налаженной вот этой всей этой цепочки разговора вообще быть не может, потому что ну, это разворуют и как для России, как и для Украины, вся самый больной вопрос это коррупция. Ohne die Lösung dieses Problems wird es in der gesamten Kette der Durchführung der jetzt angedachten Maßnahmen hier letztendlich immer wieder zu Reibungsverlusten, zu Problemen kommen. Die hängen zusammen damit, dass sowohl in Russland als auch in der Ukraine wirklich dort korrumpierte Elemente sind und im Grunde genommen dort eine Korruption herrscht. Теперь дальше, коротко по вопросам. Значит, состояние безопасности СРБМК здесь у нас на территории России после Фукусимы. Росатом проверил все наши станции, а у нас их 32 энергоблока работает, 11 блоков СРБМК. За две недели отчитался, что все нормально, у нас подобных аварий типа Фукусимского быть не может. Вот это вот коротко о тех совершенно неэффективных, совершенно беззубых проверках, которые провел Росатом. Zu der Frage der Sicherheit der noch in Betrieb befindlichen 11 Reaktoren vom Tschernobyl-Typ. Wir haben ja insgesamt 32 Reaktoren laufen, 11 wie gesagt von diesem Typ. Und nach Fukushima wurde von Rosatom wirklich dort eine entsprechende Prüfung durchgeführt. Diese Prüfung dauerte genau 2 Wochen. Und man ist zu dem Schluss gekommen, dass alles in Ordnung ist und dass letztendlich so eine Havarie, wie sie in Fukushima stattfand, in Russland nicht möglich ist. Das ist der Kern oder der Kern der Prüfung. Ja, hier war es nicht so schön. Hallo? Да, да. Я говорю, до октября месяца прошлого года я был членом общественного совета Росатома. Ja, dazu kann ich sagen, dass ich bis Oktober 2012 auch im Beirat von Rosatom tätig war. Единственный технарь был, который я вот был в этом совете, доктор наук, профессор. Ни по одному энергоблоку атомных электростанций мне информация, вот конкретная, и также моим коллегам Росатомом дана не была. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich der einzige Techniker war. Ich bin also Doktor habil und Professor auf meinem Gebiet. Und ich habe nicht zu einem einzigen Block, nicht zu einem einzigen Reaktor dort die genaue technische Untersuchung im Rahmen dieser Prüfung bekommen. Also ich habe im Grunde genommen keine Informationen, die ich selbst als Techniker bewerten kann, bekommen. Кириенко сказал, что это генеральный директор концерна Росэнергоатом, что у нас аварии типа Фукусимского быть не могут, что у нас все блоки защищены и работают безопасно. Und Herr Kirilenko, der Chef von Rosatom, hat dann gesagt, im Ergebnis der Prüfungen, dass bei uns solche Havarien, wie sie in Fukushima stattfanden, nicht stattfinden können und dass im Grunde genommen bei uns alle Reaktoren, also alle Reaktorblöcke, eigentlich sicher sind. На берегу Балтийского моря у нас эксплуатируется Ленинградская атомная электростанция. Первый блок, который вот уже не работает целый год и не могут принять решение, что с этим блоком дальше делать. А там идет искривление графитовых колонн, а эксплуатация дальнейшая крайне опасна. И самое главное, никто не принимает решение по этому поводу. Und wir haben zum Beispiel im Ostseeraum direkt am Ufer der Ostsee das Leningrader Atomkraftwerk und da ist bereits seit mehr als einem Jahr ein Block abgeschaltet und da werden keine Lösungen gefunden. Also die Sache zieht sich hin, da gibt es also entsprechende Störungen an Graphitteilen und die neigen sich also oder beziehungsweise krümmen sich. Und da müsste man etwas tun, weil der weitere Betrieb dort gefährlich ist und keiner trifft entsprechende Entscheidungen.
Теперь по поводу посещения, вот вы говорили профессор, я, к сожалению, у меня фамилия не отложилась в голове, который был на Чернобыльской станции, где ему сказали о того, что топлива крайне мало. Это был доктор Flugbeil из Германии, Flugbeil его зовут. Hm? Да. У меня возникает вопрос, он на станции-то сам был? Или он из Берлина не выезжал вообще никуда? Jetzt zu der Frage, die Sie gestellt haben in Bezug auf das Volumen von Brennstoff und von radioaktivem Material, was in Tschernobyl liegt. War Herr Doktor oder Professor Flugbeil, war der wirklich in Tschernobyl? Hat er das gesehen oder hat er seine Schlüsse, die Sie hier genannt haben, in Ihrer Frage aus Berlin gezogen? Хранилище забито, буквально заполнено на 100%. Не знает, что с ним дальше делать, потому что его хранить до бесконечности просто нельзя. А он говорит, что проблемы с отработавшим ядерным топливом нет никакой. Или он в этом ничего не понимает, или же его так-то хорошо там встречали, что он даже, так сказать, не удосужился сходить на отдельно стоящее хранилище отработавшего ядерного топлива. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass hier doch ein Missverständnis existiert, denn ich weiß, dass praktisch alle Lager, alle Zwischenlager, die dort geschaffen worden sind, überquellen von radioaktivem Material, von entsprechenden abgebrannten Kernbrennstäben und ähnlichem. Also die sind zu über 100% voll. Und insofern verstehe ich nicht, wie hier eine Information sozusagen weitergegeben werden kann, dass dort alles in Ordnung ist. Entweder er hat diese Zwischenlager nicht besucht und nicht gesehen, oder er ist so gut empfangen worden dort von den entsprechenden Gastgebern, dass er vielleicht zu einem falschen Schluss gekommen ist. Und jetzt meine letzte Frage zu den Fragen, die die Menschen betreffen. Люди, которые занимались ликвидацией, они сейчас брошены государством, что Украины, что и Российской Федерации. Die Menschen, die sich mit der Liquidation der Havarie befasst haben, dort, die dort vor Ort waren, die sind im Grunde genommen jetzt ihrem Schicksal selbst überlassen. Und das betrifft sowohl die Ukraine als auch Russland. Люди брошены, люди получают нищенские пенсии. Вот у меня, как у инвалида второй группы, пенсия всего лишь, если переводить на евровый эквивалент, порядка 300 евро. Вот на эту пенсию можно жить или нет? Sie bekommen also eine sehr, sehr geringe Pension beziehungsweise hier eine Rente. Ich nehme mein Beispiel. Ich bin also Versehrter im Zusammenhang mit meiner Arbeit dort der zweiten Gruppe. Und meine Rente beträgt, wenn ich das in Euro umrechne, 300 Euro. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, wie man davon leben kann. Вот у меня проблемы с ногой, да, вот при такой пенсии, кстати, филиал немецкой компании «Оттобок» здесь, в Москве, выставил мне за протез счет на 10 тысяч евро. Вот как я его буду реализовывать, я не знаю. Ich habe zum Beispiel Probleme mit einem meiner Beine. Ich bin jetzt in Behandlung und habe eine Prothese bekommen von der deutschen Gesellschaft, übrigens Otto Bock, die in Deutschland, in Russland dort eine Filiale betreibt. Und die haben jetzt eine kleine Rechnung geschickt über 10.000 Euro. Ich weiß nicht, wie ich sie bezahlen soll. Ну, это так коротко, это эмоции. Вы меня уж извините за эмоции, но просто уж наболело, и, так сказать, я даю вам информацию не вот с уст людей, которые, ну, мало в этих вопросах разбираются, а людей, которые все-таки через это все-таки прошли. Das ist natürlich eine Emotion jetzt und ich möchte Ihnen aber das auch so sagen, wie es ist, denn ich will Sie hier nicht informieren so über Dinge, die man vom Hören sagen kennt, sondern ich bin mit den Leuten hier im Gespräch, ich kenne die Sorgen und die Nöte der Menschen. Ja, vielen Dank. Es tut mir leid, wir müssen unser Gespräch jetzt beenden. Ich denke, man kann bilateral noch einiges klären. Unser japanischer Kollege wartet. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen. Господин Кузнецов, вы услышали аплодисменты, да? Значит, спасибо вам большое.
Председатель говорит, что мы сейчас должны, к сожалению, прекратить связь с вами, потому что уже ждет следующий эксперт из Японии. Мы вас очень сердечно благодарим и хотелось бы, чтобы, если будет еще какие-то вопросы, чтобы связаться с вами, так сказать, в двустороннем порядке. Большое вам спасибо, что вы участвовали сегодня в наших слушаниях. И до свидания в Москву. Ja, vielen Dank und alles Gute für Sie. Ja, dann möchte ich ganz herzlich begrüßen Herrn Ban, Hideyuki Ban, Co-Direktor des CNIC, Citizen Nuclear Information Center. Hier sitzt der Deutsche Bundestag, der Umweltausschuss, alle Fraktionen sind vertreten. Wir haben heute eine Anhörung sowohl zu den Atomunfällen in Tschernobyl, auch in Fukushima. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, wie ist der Stand vor Ort? Wie geht es den Menschen? Welche politischen Konsequenzen sind daraus zu ziehen? Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. パン様聞こえますでしょうか。お待たせいたしました。はい、本日はお時間を割いていただきまして誠にありがとうございます。こちらはドイツ連邦議会の環境委員会になりまして、今現在すべての会派から参加者がいらしておりまして、公開ヒアリングを行っております。公開ヒアリングのテーマといたしましては、今回、チェルノブイリ事故および福島の原子力発電所事故を受けた後に、その原子力発電所の事故が人々にどのような影響を与えているのかという情報をぜひいただければと考えています。そこでバン様にはぜひ福島の今の様子、人々の生活、また政治的にはその後どのようにその後どのような判断を下してきたのかについて少しお話をいただければ幸いに存じます。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。ドイツのその議会の環境原子力安全委員会で発言する機会を与えていただきまして大変光栄に思って感謝しております。すみません、マイクの位置を少し調整していただいてもよろしいでしょうか。はい、聞こえますか。はい、聞こえます。その位置でぜひお願いいたします。はい。Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist mir heute eine große Ehre, dass ich hier bei einer öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag zu Wort kommen darf. 私の方ではすでにレポートが書いてそちらに配られていると思いますが、その中から特に進展や変化の Also ich denke, Ihnen liegt bereits ein Bericht vor, den ich verfasst habe, und ich möchte mich besonders aus diesem Bericht auf den Punkt konzentrieren, was derzeit gemacht wird. Sie müssen Mike no Ichi wo mo ichi do kakunin shite itadaite mo yoroshii desu ka? Daijoubu desu ka? Ah, hai, daijoubu desu. Hai. Sumimasen. それで3つのことについてお話をしたいんですが、第1つは、原子力委員会が、すいません、ちょっと今、接続がうまくいかないようですので、一度電話で試してみてもよろしいですか。こちらはちょっと聞こえないですけれども。あ、聞こえませんか。もう一度ちょっと接続し直してみますね。はい。大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。さっきより音質が良くなったと思います。聞こえますか。もしもし。もしもし、聞こえますか。聞こえますか。もしもし。聞こえますか。すみません、そうしましたら一度電話で試してみてもよろしいでしょうか。聞こえますか。一度電話しますね。聞こえますでしょうか。電話します。
しもし聞こえますか。はい、原子力指導情報室です。すいません、今ドイツ連邦議会の方から晩様に繋いでいただいてもよろしいでしょうか。はい、少々お待ちください。もしもし聞こえますか。はい、聞こえます。はい、そうしました。今ちょっとスカイプの方の接続がうまくいかないようですので、電話の方で試してみたいと思います。はい、はい、で今レポートの方のお話がありましたけど、3つの点を強調されたいというお話があったと思いますが、その3つの点を繰り返していただけますか。はい、第1点目は規制委員会の活動に関してですが、その私はレポートの中で、シビアアクシデント対策として、まあ、重要免震棟といわれるものの設置であるとか、フィルター付きのベント装置の設置ということを書きました。で、それについて、5年間猶予するという案が規制委員会から出されて、原子力発電所の運転再開に向けた動きが強まっているというのが第1点目です。すいません、接続の方の技術の方を今少し確認しますので、ヒエルムで今専門家の方を3方いらしているんですけれども、ドイツの今こちらにいらっしゃる方の方を先にステートメントいただいて、バンサムの方もう一度後ほど接続を試してみるという形をとってもよろしいでしょうか。はい、すいません。はい、はい、すいません、よろしくお願いいたします。はい、どうも。すいません、あるいは聞こえますか。聞こえますか。Liebe Kolleginnen, es wird jetzt noch mit Japan probiert. Und ich gebe jetzt das Wort Frau Dr. Siedentopf vom IPPNW und wir versuchen es dann nochmal. Bitte schön. So. Vielen Dank an Frau Menzner, glaube ich, von den Linken für ihre Einladung an die IPPNW. Seit kurzem gehöre ich zum Vorstand und so bin ich heute hier. 180 Kilometer Luftlinie von Tschernobyl liegt der Rajon Kostjakowice im Bezirk Mogilow, zu einem Drittel radioaktiv verseucht, 27 Dörfer verlassen, vergraben oder dem Verfall anheimgegeben. Über 40 Mal bin ich dort gewesen und begreife immer mehr, was es heißt, mit Tschernobyl zu leben. Im vergangenen Jahr nahm ich am Internationalen Kongress der IPPNW in Hiroshima teil und besuchte Fukushima, einen Ort am Rande der 20-Kilometer-Zone, und während einer Vortragsreise zu dem Thema Tschernobyl-Folgen in Belarus und Europa lernte ich viele Anti-Atom-Initiativen kennen, freiwillige Flüchtlinge, Ärzte, Gewerkschaftler und einige Überlebende der Atombomben Hibakusha. So gewann ich einen Einblick in das Leben mit Fukushima. Beide Erfahrungen werden einfließen in meinen Bericht über die gesundheitlichen Folgen von Niedrigstrahlung. Noch 1996, anlässlich einer Konferenz in Wien, 10 Jahre nach Tschernobyl, stellte die IAEO fest, es habe lediglich 32 Todesfälle nach Tschernobyl gegeben, unter der Leitung der damaligen deutschen Umweltministerin Angela Merkel. Immerhin hat die derzeitige Generalsekretärin der WHO, Frau Chan, zum 25. Jahrestag von Tschernobyl gesagt, sie halte diese Zahl für zu gering, besonders im Hinblick auf die Sterberate der 800.000 Liquidatoren. Die über 200 radioaktiven Substanzen, Isotope, mit denen wir es heute zu tun haben, sind sämtlich künstlich erzeugt und gehören nicht in unsere Welt. Alles begann 1944-45, als in Hartford Plutonium zur Herstellung der ersten Atombomben produziert wurde. Unmengen von Jod-131 und Cäsium-137 wurden damals freigesetzt, und an der Ostküste Amerikas beobachtete man einen signifikanten Anstieg von Schilddrüsenkrebs, der bis dahin nur 1 zu 1 Million bei Menschen vorkam, bei Kindern überhaupt nicht.
Die oberirdischen Atombombenversuche, die Katastrophen von Sellafield, Chelyabinsk, Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima, Uranminen, Atomreaktoren, Wiederaufbereitungsanlagen, medizinische Diagnostik und Therapie und so weiter, alles trägt zur Zunahme der Hintergrundstrahlung bei, die täglich zunimmt und zurzeit 0,05 Mikrosievert beträgt pro Stunde. Gemessen wird die Radioaktivität von Cäsium-137, einem Gammastrahler, in Mikrosievert pro Stunde. Diese Zahl multipliziert mit 9000, das sind etwa die Jahresstunden, ergibt die Jahresdosisleistung pro Mensch. Wie hoch darf diese Jahresdosis sein, ohne dass Gesundheitsschäden auftreten? Professor Yamashito, Leiter einer Untersuchungskommission an der Fukushima-Universität, behauptete zunächst, 100 Millisievert seien unschädlich und mit einem Lächeln zu beherrschen. Das entspricht, hören Sie zu, 5000 Röntgenaufnahmen der Lunge. Wer würde sich oder seine Kinder dieser Strahlung ungeschützt aussetzen, jedes Jahr? Dann ging es um 20 Millisievert, 1000 Röntgenaufnahmen. Diese Dosis ist auch bei uns für AKW-Mitarbeiter vorgesehen. Jetzt gilt das 1-Millisievert-Konzept. Menschen könnten ohne Schaden zu nehmen in solchen Gebieten leben. Das meint auch die WHO in ihrem Bericht und bestätigt, dass es auch an manchen Orten 1 bis 10 Millisievert oder 10 bis 50 Millisievert pro Jahr sein könnten. Verschwiegen wird in diesem Bericht, dass gerade niedrige Strahlendosen Zellschäden und genetische Mutationen verursachen, denn die Dosis-Wirkungsbeziehung verläuft bei Niedrigstrahlen nicht linear. Niedrige Strahlung kann dieselben Krankheiten verursachen wie die hohen Strahlendosen bei Atombombenopfern oder Liquidatoren. 1946 bekam Muller, Genetiker und Biologe, für den Nachweis von Mutationen durch ganz geringe Röntgenstrahlen den Medizin-Nobelpreis. Ich erwähne ihn, weil er in Buch 3233 auch geforscht hat. Und das ist eine Plakette, die an ihn erinnert. Bis 1951, 6 Jahre lang, wurde dann weiter geforscht. Aber als die oberirdischen Atombombenversuche begannen, wurde behauptet, Niedrigstrahlen seien gefahrlos, es sei unmöglich, ihnen irgendeine Wirkung zuzuschreiben. Es ging nur noch um Kriegsszenarien, um Menschen, die schnell umkommen würden. Niemand interessierte sich für Fehlbildungen bei den Nachkommen, Frühgeburten, Totgeburten, Krebs oder Invalidität. 1972 hat Petkau den nach ihm benannten Effekt nachgewiesen. Bei sehr geringen Strahlendosen springt der Reparaturmechanismus der Zelle nicht an und es resultieren Mutationen und Zellschädigungen nach einer Latenzzeit, Krebs und viele andere Krankheiten. Embryonen besitzen noch keine Zellreparaturmechanismen. Kleinkinder entwickeln das Immunsystem erst allmählich. Cäsium-137 geht in die Plazenta und Muttermilch über und gefährdet die Schwächsten und zu Schützenden am meisten. In Belarus werden nicht nur ungewollte Kinderlosigkeit beobachtet. Eine Gynäkologin sagte mir, in 30% der Ehen, sondern auch untergewichtige Kinder am Termin, Frühgeborene und eine Zunahme von Totgeburten. Im Dezember 2011, 9 Monate nach Fukushima, fehlten in Japan statistisch 4.362 Lebendgeburten und eine erhöhte Säuglingssterblichkeit wurde beobachtet. Geburtendefizit auch nach Tschernobyl finden Sie in der Anlage von der IPPNW. Interessant wären Zahlen zu genetischen Schäden wie Trisomie 21, Mongolismus. Wir wissen aus München und damals West-Berlin, dass im Januar 1987 statt 2 bis 3 Kinder im Monat mit dieser Chromosomenschädigung je 12 Kinder geboren wurden, mindestens 4 oder 5 Mal so viel. Im ersten Folgejahr hat die WHO die Anzahl der zu erwartenden Krebserkrankungen aufgrund der Strahlenbelastung abzuschätzen versucht für Fukushima.
Die individuelle, für Japan ist richtiger, die individuelle Dosis in 14 Ortschaften wurde ermittelt, im Durchschnitt 17 Millisievert pro Jahr und 3,8 Millisievert pro Jahr und als Kollektivdosis mit der Bevölkerung multipliziert. Aufgrund der Erfahrungen von Tschernobyl wird für die Bestimmung der Lebenszeitdosis der dreifache Wert dieser Dosis vom ersten Jahr als realistisch angenommen. WHO und IPPNW kommen zu unterschiedlichen Zahlen. Erstens, die Gesamtemission ist von der WHO zu gering angegeben, selbst TEPCO gibt höhere Werte an. Zweitens, besonders die Berechnung der inneren Strahlendosis hängt von der Nahrungsaufnahme ab. Und die Proben bestanden aus 39 Eiern aus der Präfektur Fukushima und 18 aus dem restlichen Japan. Und daraus wird für 127 Millionen Menschen die Strahlenexposition abgeleitet. Das geht natürlich nicht. Drittens wurden zahlreiche Präfekturen mit 1 Millisievert Belastung individueller Dosis nicht berücksichtigt. Aber übereinstimmend ergibt sich dennoch, dass in Japan zwischen 20.000 und 120.000 zusätzliche Krebsfälle zu erwarten sind. Nach Tschernobyl erkrankten in Belarus ca. 4.000 Kinder an Schilddrüsenkrebs, insgesamt vermutlich 7.000. Jod-131 war von den kindlichen Schilddrüsen aufgenommen worden und bereits nach wenigen Monaten operierte Professor Dimitschik die ersten Opfer nach Tastbefund in Ermangelung von Ultraschallgeräten. In Fukushima gibt es 360.000 Kinder und Jugendliche, die im Alter von 0 bis 18 kontrolliert werden müssten. Etwa ein Drittel wurde mittlerweile untersucht und es fanden sich bei über 40% Knoten und Zysten, die in keine kindliche Schilddrüse gehören. Bei uns Erwachsenen, da können sie sein, vielmehr Ausdruck einer Schädigung sind. Etwa 25% dieser veränderten Schilddrüsen müssen statistisch als Krebsvorstufen angesehen und engmaschig kontrolliert werden. Drei Karzinome wurden bereits entdeckt, was den Tschernobyl-Erfahrungen entspricht. Von dem erwähnten Professor Yamashito, der die Untersuchungen in der Fukushima-Uniklinik organisiert, wird dies Problem heruntergespielt. Den Eltern wird mitgeteilt, alles sei harmlos und in 2 Jahren, wenn auch mehr Fachärzte auf dem Gebiet ausgebildet seien, sollten sie wiederkommen. Die Eltern lassen in anderen Kliniken Untersuchungen durchführen, privat und heimlich, denn die Ärzte sind angehalten, alle Menschen nach Fukushima zu verweisen. Eltern lassen den Urin ihrer Kinder auf Cäsium-137 untersuchen und verlassen als freiwillige Flüchtlinge im Gegensatz zu den Evakuierten die Region. Die Kinder erleben in der Schule Diskriminierungen durch Lehrer und Mitschüler, denn in Fukushima sei doch alles in Ordnung. 3.000 öffentliche Dosimeter gibt es in der Präfektur, die überwiegend nur 20-80% der wahren Werte in der Umgebung anzeigen. Bürgerinitiativen führen Kontrollmessungen durch. Auch wir haben das gemacht und 5 Meter neben dem öffentlichen Messpunkt einen dreifach höheren Wert festgestellt. Manipuliert wird mittels abgetragener Erde oder auch einer untergelegten Metallplatte. Warum? Die finanzielle Entschädigung, die Umsiedlung und Anerkennung als Evakuierter hängt von diesen Werten ab. Ziel der Politik ist die Dekontamination und Wiederbesiedlung. Fährt man Richtung 20-Kilometer-Zone, sieht man auf den Feldern riesige Plastiksäcke mit abgetragener Erde stehen, Millionen Becquerel. Am Rande der Ortschaften rote Bänder, die das Betreten des angrenzenden Waldes verhindern sollen. Der ist natürlich nicht abgetragen. 10% radioaktiver Tsunamimüll wird dem Hausmüll beigemischt in vielen anderen Städten und im ganzen Land verbrannt. Eltern berichten, dass sie am folgenden Tag 10-fach höhere Werte auf dem Schulhof ihrer Kinder messen. Japan ist effizient. Hier sind so kleine Taschendosimeter. Ich habe eins mitgebracht. So eine ungefähre Hinweis auf die Belastung kann man damit erreichen. Abschließend noch einige Bemerkungen zu Belarus 27 Jahre danach. Zum 20. Jahrestag wurden im Land Bäume gepflanzt, Denkmäler errichtet und in den Schulen Museen in Erinnerung an die Katastrophe eingerichtet.
Die Kindergärten in den verstrahlten Gebieten wurden wieder kostenpflichtig. Medikamente waren nicht mehr umsonst für Tschernobyl-Veteranen. Auf der Webseite der belarussischen Botschaft steht noch so einiges über die Folgekosten, jedoch nur privat ist es ein Thema. Es gibt keine Familie, die nicht jetzt durch Tod oder Krankheit betroffen werde. Solide Tumoren in allen Organen bei Kindern und Erwachsenen, frühkindlicher Diabetes, Linsentrübungen, Karies, Krankheiten durch Gefäßveränderungen, Sudden Death genannt, Herzinfarkte und Schlaganfälle im mittleren Lebensalter, Immunschwäche, die genetischen Probleme und vieles mehr. Noch 250 Jahre sind Cäsium-137 und Strontium-90 im biologischen Kreislauf, 10-mal die Halbwertszeit. In Fukushima erleben wir gerade erst den Beginn der radioaktiven Zerstörung. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diesen Bericht. Wir versuchen jetzt nochmal unsere Verbindung nach Japan. もしもし聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。はい。大丈夫ですか。そうしましたら改めて試してみたいと思います。はい。それだ。すみません、そうしましたら、先ほどありましたように、3つの点から改めてお話しいただけますでしょうか。もしもし、聞こえますか。はい、ちょっと聞こえないんですけど、そうですか。3つの話をしてよろしいでしょうか。もしもし、はい、もしもし、聞こえますか。はい、はい、3つの点について、簡単に。やはり接続がちょっとうまくいってないようですね。一度ヘッドセットで試してみますね。画像を送らない方がいいかもしれない。どうでしょうか。Ja, wenn Ihnen das recht ist, dann fragen wir Sie jetzt und wenn unser japanischer Kollege kommt, schalten wir um. Wir sind ja sehr flexibel alle miteinander, oder? Ja. Frau Menzner hatte die erste Frage. Ich habe im Prinzip zwei Fragen jetzt. Zum einen, Sie haben von den Auswirkungen niedriger Strahlendosen gesprochen, auch auf Menschen. Wie sind Ihre Kenntnisse dieser niedrigen Strahlendosen auf Pflanzen und Tiere, also auf Flora und Fauna? Und wie lange müssen wir überhaupt mit Auswirkungen rechnen, auch gerade bei Mutationen? Ich habe gestern mit zwei weißrussischen Wissenschaftlern zusammengesessen, die behaupteten oder meinten, dass das noch über Jahrhunderte Auswirkungen haben würde und das sehr wohl auch noch in einem großen zeitlichen Abstand als Folge Mutationen auch bei Menschen auftreten könnten. Wissen Sie darüber was? Können Sie das bestätigen oder nicht? Und die zweite Frage ist,
Wie sind Ihre Kenntnisse der Kontamination des Erdreichs in Japan und auch in Tschernobyl? Wie lange muss man da mit erhöhten Strahlenwerten rechnen? Wie lange sind die relevant? Ich sage mal für die landwirtschaftliche Nutzung, für die Möglichkeit, da zu leben. Und was wäre nach Ihren Erfahrungen die beste Möglichkeit, diese riesigen Flächen zu dekontaminieren? Oder ist das überhaupt möglich? Ja, dann würde ich jetzt die drei Fragen sammeln und dann Dr. Paul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Frau Siebentopf, es ist ja auffällig, dass Ihre Berechnungsmethoden sich von denen unterscheiden, die WHO oder auch hier Strahlenschutzkommission zugrunde legen. Deshalb meine Frage, worauf ist das zurückzuführen? Ich hatte mal überschlagen, welche Auswirkungen es hätte, wenn wir die Zahlengrundlagen, wie Sie sie einsetzen, also die Formeln, auf beispielsweise Vielflieger anwenden und komme da zu dem für mich erschreckenden Ergebnis, dass wenn man häufiger eine Fernreise macht, man ein sehr hohes Risiko hat, tatsächlich dann auch zu sterben an der Strahlenbelastung. Also wenn man das mal mit Flügen nach beispielsweise Asien dann sieht, wo ja bis zu 0,1 Millisievert Belastung pro Flug auftreten bei 400 Passagieren. Da komme ich ja dann auf die entsprechenden Personensievertzahlen. Das geteilt, dann habe ich dann pro 100 Flüge einen Toten zusätzlich. Nach Ihrer Berechnung ist das tatsächlich so. Das würde dann ja auch für die ich sag mal, natürliche Hintergrundstrahlung, 2 Millisievert haben wir da, plus die medizinische. Das heißt, jeder von uns ist ja ungefähr 4 Millisievert im Jahr ausgesetzt. Das mal Lebenszeit. Da komme ich ja dann auch auf Millionen zusätzlicher Strahlentote in Deutschland. Allein durch das, was jetzt unabhängig, sage ich jetzt mal, von allem, was mit Technik und Kerntechnik zu tun hat, so ist. Und deshalb meine Frage, ist das so? Und Anschlussfrage, ist bei Ihren Berechnungen auch beim Vergleich Tschernobyl-Fukushima eingegangen, dass die Evakuierungsmaßnahmen in Japan ja verglichen mit Tschernobyl sehr, sehr schnell waren und zweitens auch eine ganz andere Herangehensweise hatte, was die vor Ort tätigen, also das, was in Tschernobyl die Liquidatoren waren, war. Also dieser grundsätzliche Unterschied müsste sich ja dann auch in der entsprechenden Strahlenbilanz niederschlagen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Dann Marco Bülow, SPD-Fraktion. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Siebentopf, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich habe eine Frage, ist natürlich wahrscheinlich relativ schwer zu beantworten, aber trotzdem, Sie hatten gerade schon so Andeutungen gemacht. Die Vergleichbarkeit. Natürlich ist der Unfall in Fukushima ganz anders und wahrscheinlich wird man den auch erst in 10, 20 Jahren anders bewerten können, weil ja immer noch eine Menge dort passiert. Aber gibt es jetzt schon Tendenzen, wo man sagen kann, wo liegen die Unterschiede zu dem, was in Tschernobyl passiert hat, vor allen Dingen dann, was die gesundheitliche Auswirkung angeht, zumindest das, was Sie vielleicht erwarten. Das würde mich interessieren. Dankeschön. Dann Silvia Kotting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Sie haben uns ja noch mal drastisch dargelegt, wie die Auswirkungen sind. Ich glaube auch, dass wenn die Berechnungen der IAEO stimmen würden, dann hätten wir das, was wir in Weißrussland und in der Ukraine erleben, eben nicht. Ja, das passt einfach nicht zusammen mit den Berechnungen. Insofern glaube ich, ist da schon durch die Fakten klargestellt, welche Berechnungen da eher tragen. Ich habe jetzt Fragen zu Fukushima bzw. zu Japan. Und jetzt will ich gleich mal vorausschicken, dass es mir völlig fern liegt, diese Regierung dort in irgendeiner Weise entschuldigen zu wollen. Ich glaube aber, dass diese Verharmlosungen, die da stattfinden, also ich will mal das, was mich am meisten erschreckt hat, kurz wiederholen. Ich hatte vor einiger Zeit auch eine Skype-Konferenz mit Jahrestag Fukushima mit japanischen Wissenschaftlern und ich habe da gehört, dass es eine Aussage des wichtigsten Gesundheitsberaters der Regierung gibt, der sagt, Menschen, die lächeln, würden die Strahlung nichts anhaben können, sondern nur Menschen, die sich grämen. Ja? Und das ist aber, das ist so für mich so ein Ausdruck auch von Hilflosigkeit. Ja? Und deswegen so mal meine Frage in die Richtung,
Ein Land, das so getroffen ist von so einer Katastrophe, also die ist ja weit größer als Tschernobyl und die ist auch noch lange nicht in ihrem Höchstmaß da. Wir wissen ja gar nicht, was da alles noch passieren wird. Also ich glaube, dass da zu dem Verharmlosen der Atomkraft aus Überzeugung, was der neu wiedergewählten Regierung sicher auch innewohnt, dass da gleichzeitig doch ein Fürchten vor dieser Wahrheit ist und ein Verharmlosen aus dem Grund, weil man absolut nicht weiß, was man da tut. Könnten Sie sich denn vorstellen, in welche Richtung Maßnahmen gehen könnten, die tatsächlich den Menschen so effektiv wie möglich helfen, was ihre Gesundheit betrifft und was da alles getan werden müsste? Also gibt es da überhaupt so ein Portfolio sozusagen, wo man sagt, wenn man das und das und das alles abhakt, dann haben wir das zumindest, was die gesundheitlichen Folgen betrifft, einigermaßen im Griff. Dankeschön. Ja, Frau Dr. Siedentopf, viele Fragen an Sie. Wir wollen allerdings nachher noch mal versuchen, ob es mit Japan klappt. So, ne? Ja. Ich versuche zu beantworten, habe mir selber so eine Reihenfolge aufgeschrieben. Bodenkontamination, das hängt natürlich von der Dichte des Bodens ab, von der Beschaffenheit, von der Felsigkeit, ob das oben liegen bleibt oder nicht. In Belarus ist sandiger Boden, wie hier in Brandenburg, und man sagt, dass die Radioaktivität pro Jahr 2 Zentimeter einsinkt in den Boden. Das betrifft dann also auch die Pflanzen. Ich erinnere, 10 Jahre nach Tschernobyl sollte man keine Johannisbeeren essen, weil die hoch verstrahlt waren mit Cäsium, 10 Jahre danach. Mit den Kartoffeln hat man es versucht, mal tiefer, mal höher sie einzusetzen, als die vermutete Radioaktivität ist. In Japan sehe ich das viel problematischer. Das ist ein felsiger Boden. Ich glaube, die Krume ist viel, viel weniger hoch. Ich weiß nicht, wie das da einsackt. Das ganz große Problem in dieser Gegend, die ja so ein bisschen wie Thüringen ist, felsig. Der nächste Regen wäscht mir die radioaktive Substanz aus dem Wald in meinen Vorgarten. Ja, das ist ganz nah beieinander und ich kann natürlich nicht in den Wald abtragen. Und was mit dieser abgetragenen Erde passiert, ist natürlich auch noch völlig absurd. Das weiß keiner. Nach Tschernobyl gibt es viele Untersuchungen in Bezug auf Flora, Fauna, besonders Insekten. Die kleine Wanze, die rote, die jetzt hier überall im Frühling rumkrabbelt an den Hauswänden, mit ihren unendlichen Mutationen und Veränderungen. Ich habe so ein kleines Büchlein, wo man sich das anschauen könnte. Wenn mir da dann irgendwo was von einem Schmetterling erzählt wird, der nun da schon in Fukushima gefunden sei, ist es absolut lächerlich. Ja? Es gibt alle Untersuchungen darüber, wie viele Tiere, große, kleine, wie viele genetische Probleme. Bei uns im Frankfurter Raum erfuhr ich im Jahr 87 von einer Hundezüchterin, die Hunde haben alle verworfen. Und jemand anders erzählte mir von den Schildkröten, die das Gras morgens leckten und damit. Also das ist alles, alles bekannt. Da sollte man also mal ein bisschen genauer hinschauen. Die Flieger, das ist eine Frage hier. Ich denke, es ist bekannt, dass das Flugpersonal eine sehr hohe Leukämierate hat. Das wissen wir. Die sind behandelbar, die sterben nicht alle. Und es ist auch völlig klar, dass statistisch die Zunahme von Krebserkrankungen auch in unserer Gesellschaft, nicht nur durch Tschernobyl, sondern natürlich auch durch die funktionierenden Atomreaktoren und natürlich auch einfach durch den Anstieg der Umweltradioaktivität existiert. Diese Berechnungen in der Bevölkerung, in unserer Bevölkerung, in der westlichen, diese Berechnung, da dürfen Sie mich nicht festnageln. Man kann verschiedene Faktoren natürlich nehmen. Ich finde, es ist sehr gut aufgearbeitet von unseren in dieser Broschüre nochmal, wie Sie es einschätzen. Aber das ist ein Irrtum, dass in Fukushima schneller als in Tschernobyl evakuiert wurde. Es haben viele Menschen, es ist genau wie in Tschernobyl, sind Leute in viel höher verstrahlte Gebiete
evakuiert worden. Das war in Tschernobyl so, das ist aber leider in Fukushima auch so gewesen. Wir haben ja 80, 100, 120 Kilometer nordwestlich von Fukushima eben in die Bergrichtung hinein Verstrahlung, die viel höher sind als in der unmittelbaren Zone. Und da sind Leute hingekommen. Also ich denke, diese Dosisbelastung ist extrem. Keiner wird sie je genau klären können. Aber zunächst hieß es ja auch nur, bleibt in den Häusern. Es wurde ja gar nicht gesagt, lauft davon. Von weder für Kinder noch für Schwangere. Und erst am zweiten, dritten Tag. Und ich denke, diese Berechnungen gehören damit rein. Die WHO hat die rausgenommen, hat gesagt, diese 20-Kilometer-Zone mit der Bevölkerung ist sowieso geschützt. Also da könnte man nochmal drüber diskutieren, glaube ich. Die Vergleichbarkeit, also ich sage Ihnen nur, was ich in Japan gehört habe zur Frage, wie können wir überhaupt damit umgehen? Professor Koide, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, sollte uns aber bekannt sein, ist ein langjähriger Atomgegner in Japan. Er hat bei einem Vortrag ganz klar gesagt, es gibt nur eine Lösung, die Menschen zu schützen, das Terrain, 5% unseres Bodens, hermetisch abzudecken. Wir haben keine andere Chance. Wenn Menschen zurückkommen, setzen wir diese Menschen einer großen Bedrohung und Krankheit aus. Ich denke, jede Gesellschaft muss das entscheiden. Auch wir müssen das entscheiden mit den Werten. Ja. Fliegerleut, die Berechnung, Flora Fauna, so ungefähr. So, herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen und wir versuchen es jetzt nochmal mit Japan. Beim Probelauf hat es super funktioniert, nur zu Ihrer Information. Also wir versuchen es jetzt nochmal per Telefon. すいません、バンさんに接続をお願いいたします。はい。はい。はい。はい。もしもし。もしもし、聞こえますか？はい。はい。では、これでもう少し、何かお話しいただけますか？はい。 先ほどの続きをちょっとでは、はい、すみません。先ほどと言いますと3つの点がありましたね。3つの点があって、その1つ、1つについては、福島の人たち、福島の子どもたちへの事故の影響。はい。ですね。それで 38,000人の人たちを調査しました。 すべて18歳以下の子どもたち。 そしてこれまでにその中に3人の甲状腺がんの子どもが検出され、7人はがんの疑いありという結果になっています。Zu den Auswirkungen auf die Kinder, die gesundheitlichen Aspekte wurden angesprochen. Es wurden 38.000 Menschen von der gesundheitlichen Perspektive aus untersucht. Darunter, das waren alles Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren. Darunter hat man drei
Kinder bzw. Jugendliche gefunden mit Schilddrüsenkrebs, sowie 7, bei denen der Verdacht auf Krebs besteht. この 38,000人 の調査というのは その調査の対象地域というのは 汚染の比較的高いところの人たちです。 Diese 38,000 Menschen, die untersucht wurden, kamen alle aus den Gebieten, von denen von vornherein auch der Verdacht bestand, dass die Kontamination relativ hoch ist. それで、追加して、さらに調査が進んでいますが、調査が進むにつれて、がんの患者についてはまだ公表されていないのですが、甲状腺の結節、あるいはその嚢胞といった ゼリー状のなんかこうものがたまる、そういう子どもたちの数というのが非常に高くて、調査対象のだいたい 2.6% ぐらいに達しているんですね。 Es werden weitere Untersuchungen vorgenommen. Es befinden sich nicht nur Verdacht auf Krebs, sondern gerade auch bei Zysten sieht man eine erhöhte Rate bei Kindern und bei den Untersuchten handelt es sich um ungefähr 2,6% von den Kindern, die untersucht wurden. ですから、お母さんたちの間では非常に不安、子供を持つ両親の間では不安が広がっています。 Daher wächst natürlich die Sorge, insbesondere bei den Eltern der Kinder. それが1点です。2つ目は施設の中の話ですが、廃炉に向けて今その4号機から使用済み燃料を取り出すための準備作業が進められています。 Das war der erste Punkt, die gesundheitlichen Aspekte bei den Kindern und Jugendlichen. Bei dem zweiten Punkt handelt es sich um die Anlage selbst. Derzeit werden Vorbereitungen getroffen, um die Brennstäbe, die vor allem die verbrauchten Brennstäbe aus Reaktor 4 herauszunehmen. これは今年の10月から始められるという予定になっていますが、それの問題と並行して 今日本で一番大きな問題になっているのは放射能で汚染された水が漏れて将来海の環境汚染につながるという恐れです。 Diese Arbeiten sollen ab Oktober diesen Jahres aufgenommen werden. Gleichzeitig besteht das große Problem, beziehungsweise was die Menschen in Japan derzeit besonders beschäftigt, sind die Sorgen um eine Verbreitung der Radioaktivität oder der Substanzen über das Meer, über das verseuchte Wasser, das in die Meere gelangen könnte. これは一番の原因は地下水の対策ができていないことにあります。毎日400トンの地下水が原子炉建屋に流れ込んできていて、それが汚染水となっています。 Die größte Ursache für dieses verseuchte Wasser, das in die Meere gelangen kann, ist das Grundwasser, das durch das Grundstück dieser Anlage fließt. Täglich fließen 400 Tonnen Wasser aus dem Grundwasser über diese Anlagen. これまではタンクに溜めていたのですけれども、タンクをもう置くスペースが少なくなってきたというので、プール 60メートル四方、深さ6メートルぐらいのこうプールを作って、そこに汚染水を溜め始めたんですが、そのプールからの底からその汚染水が地下に染み出して漏れていっているという、こういう事件が起きているんです。 Bisher hatte man dieses verseuchte Wasser in Tanks gespeichert, allerdings hat der Platz auch seine Grenzen. Man kann nicht überall weiter Tanks aufstellen. Deshalb kam man auf die Idee, einen Pool, also ein ganz großes Becken zu bauen, 60 mal 60 Meter, 6 Meter tief. Allerdings haben wir festgestellt, dass aus diesem Pool ebenfalls das verseuchte Wasser ausgedrungen ist. Tokyo-Denryoku war
62の放射性物質を取り除く62の放射性各種って言っていますけど取り除く装置を作ったのですけれども、それがまだ機能していないのですが仮にうまくとしてもトリチウムという放射能が取り除けない、それで海へ捨てることができないんですね。漁師さんが反対をして、 したがってずっと貯蔵を続けないといけないけどスペースがないという事態に直面してきています。 Die TEPCO hat Filteranlagen angebracht, die 62 radioaktive Substanzen aus diesem Wasser herausfiltern soll. Allerdings sind diese Anlagen noch nicht in Betrieb. Und das Problem ist, dass man selbst mit dieser Filteranlage Tritium nicht herausfiltern kann. Und das kann man wiederum nicht in die Meere hineinfließen lassen, zumal auch der Widerstand der Fischer sehr, sehr groß ist. Das heißt, das muss natürlich irgendwo gespeichert werden, aber hier gibt es ein großes Platzproblem. それが2点目の今施設の中での今の様子です。3つ目としては電力需給の話をしたいと思うのですが、この夏暑い時期が来た時に電気が足りるか足りないか。これについては経済産業省が報告書を出して、電力不足は起こらないという報告書を発表しました。4月の上旬です。 Das zum zweiten Punkt, die gegenwärtige Situation in den Anlagen. Der dritte Punkt ist die große Sorge der Stromversorgung. Besonders im Sommer haben die Menschen die Befürchtung, dass es zu großen Mängeln kommen könnte. Allerdings hat das Wirtschaftsministerium METI einen Bericht veröffentlicht Anfang April, in dem es heißt, dass es wohl nicht zu einer Stromknappheit im Sommer kommen wird. それで政策的には、今の安倍政権は原子力を維持するということにはなっているんですけれども、同時に再生可能エネルギーも補強するということで電力改革が導入されました。 Was die politischen Maßnahmen betrifft, so vertritt die Regierung Abe die Haltung, dass die AKWs vorerst aufrechterhalten werden. Allerdings sollen die erneuerbare Energiensektor weiterhin gestärkt werden. In diesem Sinne wurde eine Stromreform ausgerufen und die soll jetzt umgesetzt werden. その内容は電力の自由化、完全自由化って日本では呼んでいますけれども、一般消費者含めてどの電力会社からも独立系の電力会社含めてどこからも購入できるようになる、その制度が2015年に導入されます。 Der erste Schritt dahingehend ist die Liberalisierung des Strommarktes. Und hier soll ab 2015 auch jeder Privathaushalt seinen Stromanbieter selber wählen können. もう一つの改革の柱は発電送電の分離というものです。日本は発電会社、送配電会社が一つの会社に一体になっているのが今ですけれども、 これを2020年までの間に分けていこうということで、送電部門を中立化してどなたも使えるようにしていくというそのシステムの導入が決まりました。 Die zweite Säule bei dieser Energiemarktreform ist, dass der Stromerzeuger von dem Stromverteiler getrennt werden soll. Derzeit herrscht ein Monopol in Japan, das heißt, eine Elektrizitätsfirma ist sowohl Erzeuger als auch Verteiler. Allerdings soll diese Situation bis 2020 geändert werden und hier sollen eben die Parteien getrennt werden, so dass hier eine gewisse Neutralität vorherrscht und die Entscheidung für die Einführung dieses neuen Systems ist gefallen. あまり大きな期待はできないのですけれども、しかし
ある程度の改革が進んでいって原子力の依存度というのが、まあ、減っていくだろうというふうに思います。しかし安倍政権はゼロにしないと言っているのでゼロにはならない、割合が減っていくということは間違いないと思います。Die genaueren konkreten Maßnahmen dieses Systems sind noch nicht festgelegt, die werden jetzt noch entschieden. Daher kann man sich noch nicht allzu große Erwartungen davon machen und zu viel erhoffen. Allerdings vertrete ich die Ansicht, dass es hier durchaus Fortschritte gibt und dass man wenigstens diese AKW-Abhängigkeit etwas mildern kann. Die Regierung Abe vertritt nicht einen kompletten Atomausstieg, also sie sprechen nicht von einer Nullabhängigkeit vom AKW. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Abhängigkeit reduziert wird. Ja, ja, 具体的に強く原子力の運転再開に反対をしているところは福島県、新潟県、静岡県、茨城県の4県で、これらの出力、奇数でいうと17基の原発になり、その出力は約2000万キロワットになりますが、この分については当面、まあ、少なくとも5年は運転再開はできない、こういう事態になっています。Es gibt innerhalb Japan besonders starke Opponenten der Wiederinbetriebnahme von AKWs und darunter gehören die 4 Präfekturen Fukushima, Niigata, Shizuoka und Ibaraki. In diesen 4 Präfekturen befinden sich 17 Atommeiler, die insgesamt 20 Millionen Kilowattstunden produzieren können. Aber dadurch, dass diese Präfekturen äußerst gegen eine Wiederinbetriebnahme der AKWs sind, sieht es so aus, dass wir in den kommenden 5 Jahren wahrscheinlich auf diese Meile auf jeden Fall verzichten müssen. 以上でとりあえずお話を終えたいと思います。どうもありがとうございました。 Genau. Also so viel zu meinem Statement, wenn noch Fragen sind. Ja, vielen Dank. Bedanke mich. Ich freue mich auch, dass es doch noch geklappt hat. Und jetzt meine Frage an die Kolleginnen und Kollegen, ob es von Ihrer Seite noch Fragen gibt. さんどうもありがとうございました。最終的に技術的にもなんとかうまくいったようでよかったです。最後に質問をいくつか集めたいと思います。マーコ・ビューロー SPD フラクション Ja, erstmal vielen Dank, Herr Mann, dass Sie für uns heute da zur Verfügung stehen. Ich habe eine Frage, weil ich das kaum glauben konnte. In einem Bericht des Bundesumweltministeriums ist davon die Rede, dass ein Fukushima ein Kühlkreislauf eingerichtet wurde. Und zwar ein Kühlkreislauf, der so funktioniert, dass Wasser eingespeist wird, durch Leckagen im Prinzip dann ins Maschinenhaus gelangt, wo er dann wieder abgepumpt und aufbereitet wird. Und auch das, was Sie gerade erzählt haben mit dem Abdichten eines Pools, wo das Wasser aufgefangen wird, das hört sich alles nach Steinzeittechnologie an. Und ich frage mich, ob das wirklich so wahr ist, wie wir das hier geschildert bekommen. Danke schön. Ich würde jetzt die anderen beiden noch dran nehmen und dann Beantwortung. Bärbel Höhn, Bündnis 90, die Grünen. Ja, herzlichen Dank für den Bericht. Ich finde sehr gut, dass wir diese Informationen hier noch mitbekommen haben. Hier in Deutschland ist eigentlich der Atomausstieg dadurch erfolgreich gewesen, dass wir eingestiegen sind in die Erneuerbaren. Es gibt jetzt das Erneuerbare Energiengesetz in Japan. Gibt es Initiativen der Kommunen, hier einzusteigen, Erneuerbare aufzubauen und damit eine Alternative zu der Abhängigkeit von der Atomindustrie zu erreichen? Ich möchte Sie bitten, nicht mehr so laut zu sprechen. Die Dolmetscherin hat große Probleme. Dann Frau Menzner. Ja, auch ich bedanke mich herzlich, beschränke mich auf 2 Fragen, obwohl ich sehr, sehr viele hätte. Anknüpfend an die Kollegin Höhn,
habe ich noch mal die Nachfrage zu dem in Japan in Kraft gesetzten Erneuerbaren Energiengesetz. Nach meinem Kenntnisstand ist der wesentliche Unterschied zu der Regelung, wie wir sie in Deutschland haben, dass es keinen Einspeisevorrang für erneuerbare Energien gibt. Ich wollte fragen, ist das zum einen richtig und wenn ja, wie sind die Erfahrungen damit? Und das Zweite, nochmal die Situation der Bevölkerung und der Kinder betreffend. Sie sprachen von den Untersuchungen auch bei der Schilddrüsen bei Kindern mit den doch relativ häufigen Auffälligkeiten. Gibt es vorgesehene Nachfolgeuntersuchungen? Also mir erscheint es wichtig, dass die Kinder dann auch regelmäßig und dauerhaft und immer wieder der gesundheitlichen Kontrolle unterzogen werden. Was ist da vorgesehen oder wie sieht das aus nach Ihrer Kenntnis? Ja, danke. Dann Silvia Kotting-Uhl. Dankeschön. Ja, guten Tag, Hideyuki-san. Ich habe mit Freude gehört, dass ab 2015 der liberalisierte Strommarkt zulässt, dass man als Stromverbraucher seinen Stromerzeuger selbst wählen kann. Meine Frage jetzt, ist denn absehbar, dass es neben den bekannten 7 Konzernen andere Stromanbieter geben wird, die dann auch Strom ohne Atomstrom anbieten? Ja, vielen Dank. Jetzt müssen Sie ganz viel übersetzen. Entschuldigung. 皆様、質問をいくつか出ていますので、まとめて質問をさせていただきますので、もしまとめてお答えできるようでしたらよろしくお願いいたします。 様々な会派からご質問いただいています。一つ、社会民主党からの質問ですけれども、まず、 この水を注入して、その水がさらにいろんなところから漏れて機械室などに入って、その機械室に入った水をさらにまたポンプで取り出して、それを再処理を行ってという話を伺ったんですけれども、信じられなかったので本当ですかという質問、さらに今お話にありましたようにプールに貯蔵しなくてはいけないという技術も、技術的にはまるで石器時代のようなものに聞こえるのですけれども、少し信じられなかったので本当ですかという質問。 また、緑の党からの質問ですけれども、まず貴重な情報をいただいてありがただきましてありがとうございました。ただし、ドイツで脱原発が成功したという背景には、再生可能エネルギーのシフトがあった。そして日本でも今、再生可能エネルギー法、ドイツの再生可能エネルギー法に似たような法律ができたということを伺うことができて非常に嬉しく思うのですけれども、様々な、例えば自治体ですとか、共同体が、 こういう市場に再生可能エネルギーの市場に参入するそのチャンス、機会というものはあるのでしょうか。そして最終的に原子力発電から独立するという可能性はどの程度のものなのでしょうか。さらにそれと関連しての質問ですけれども、 日本でできた主にその再生可能エネルギーを促進する法律、ドイツの再生可能エネルギー法との大きな違いというのは、その電力の買取制度の中で再生可能エネルギーの方が優先される、あるいは促進するために待遇が良くなるようになっているというのは、ドイツではあるんですけど、日本ではないというふうに解釈したのですけれども、その点はどうなのでしょうか。もしない場合は、今の状態、その買取価格の現状はどうなのでしょうかという質問。 さらに、最後になりますけれども、市民及び子どもたちの健康状態に関してです。甲状腺がんに関する調査があって、しかもその症例が増えているというお話がありましたけれども、調査ないしは検査というものは定期的に行うのが必要だと私は考えるのですが、そのような、 今最初の一通り調査を行った後にまた今後調査が行われるという予定はあるのでしょうか。ご存知でしたらぜひ教えていただければと思います。そして、これこそ最後の質問ですけれども、2015年から
電力市場の自由化が始まるというお話を伺うことができて大変嬉しく思うのですが、今現在日本では主に独占状態が続いていて7企業あるというふうに伺っているのですが、それ以外に企業が参入するのはそもそもできそうなのでしょうか。そしてその中で原子力を使っていない電力を、要するに 100% 例えば原子力を使わない電力を供給するという電力会社が出てくる可能性というのはどの程度のものなのでしょうか。多いですがよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。最初に、その冷却回路について本当かという話ですが、これは実は本当です。それで今原子炉に水を送り込んでいるんですが、まあ、燃料は溶けて圧力容器も貫通しているいて、どこに溶けた燃料があるかわからない状態です。したがってとにかく水を送り込んでいる。でその水は原子炉容器から漏れて格納容器に入る。その格納容器も、損傷しているので、そこから原子炉建屋に漏れてくる。原子炉建屋からタービン建屋に、これはビルに亀裂が入ったからだと思いますが、漏れてくるという、こういう状態になっています。そこで放射能のこともあって、タービン建屋から漏れてきたものを組み出して、今現在はセシウムだけを取り除いて、そして余分なものは貯蔵して、もう一度その原子炉建屋に戻していくという、まあ、冷却の回路に戻す一周約4キロのループができているという状態です。 Zunächst zur Frage des Kühlsystems. Leider ist es wahr, dass wir derzeit mit dieser Situation umgehen müssen, dass wir hier tatsächlich eine Kernschmelze hatten und dass dort eben Löcher entstanden sind und man immer noch nicht weiß, wo sich letzten Endes die Brennstäbe, die geschmolzen sind, befinden. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, als das Wasser dort einzupumpen, also in den Reaktor selbst und in den Behälter selbst. Und von dort aus rinnt das Wasser dann durch diese Löcher, durch die Risse und gelangen dann über die Druckkammer ins Turbinenhaus, also Maschinenhaus, Turbinenhaus. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass dort am Gebäude auch Risse entstanden sind, gelangt das Wasser eben dort hinein. Das heißt, wir müssen das Wasser eben von dort wieder herauspumpen. Derzeit wird dann das Cäsium, das sich darin befindet, herausgefiltert, um dann das Wasser wieder zur erneuten Kühlung zu verwenden. Das ist ein Kreislauf von etwa 4 Kilometer. まあ、パイプといっても自在のこう蛇腹って日本では言っていますけど、そういうパイプですので、途中で漏れたりなんかするのが非常に多い、そういうトラブルが起きている。そしてプール貯蔵については、結局本来タンクで貯めようと思っていたのですが、その62の放射性核種を取り除くその装置の稼働が遅れているために、もうタンクを置くスペースが十分になくって、よりその集約的に貯蔵できるプールというものを作ったんですね。でそれがまあ失敗をしてしまって、もう一度タンクを何とかして増やして貯蔵するしかないという事態に追い込まれています。非常に全近代的といえば全近代的なやり方です。で東電は漏れた時のことは考えてなくって、これで行くしかないというようなその設計製造の仕方をしているので、次から次へとトラブルが起きているという、そういうふうに私は見ています。
Ja, und dadurch, dass eben alles sehr schnell gehen muss und dass dies alles Notmaßnahmen sind, kommt es dann vor, dass dann eben die Leitungen dann manchmal etwas instabiler werden. Auch die Geschichte mit dem Pool war, eigentlich waren Tanks vorgesehen, allerdings hat es sich verzögert, bis die Anlage stand, um diese 62 radioaktiven Substanzen herauszufiltern. Das heißt, man hatte dann irgendwann keinen Platz mehr, um die Tanks aufzustellen. Deswegen kam man auf die Lösung des Pools. Wir haben gesehen, dass diese Maßnahme auch fehlgeschlagen hat. Daher sind sie jetzt gezwungen, erneute Tanks aufzustellen. Das sind in der Tat, wie Sie es angesprochen haben, Methoden aus der Steinzeit, wie man meinen könnte. Das große Problem, das ich hier sehe, ist, dass die TEPCO hauptsächlich nicht daran denkt, für den Fall, dass das Wasser austritt, sondern sie sind so sehr in die Enge getrieben, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt keine andere Wahl. Und dadurch, dass alles so schnell und unter Druck geschieht, sehen wir, dass eben ein Problem nach dem anderen aufkommt. その自治体が市場に電力、再生可能エネルギーで電気、まあ、ドイツで再生可能エネルギーシフトがあったと、で自治体がその市場に参入するできる機会があるのかという質問、あるいは独立した電気事業者の参入の機会、もしくは最後の質問にあった 100% 再生可能エネルギーを作っている会社がその市場に参入する可能性があるのかと、こういう質問についてですが、可能性はあります。そして一定程度はいいかもしれないんだけど、どの程度の規模、原子力を追い出すだけの規模のその可能性、まあ、参入の可能性があるのかについて言うと、先ほども言いました電力の発送電分離、発電送配電の分離というのがどの程度きちっと行われて、その発送電、ごめんなさい、送電部門の中立性ですね、どの業者もあの送電部門を通して市場に参入できるかどうか、そういう中立性をどこまできちっと作れるかにかかっているんです。でこれは2010、これから10年の間の日本の非常に大きな転換点、勝負、私たちでいうと勝負どころといいますか、そういうふうな状況になっています。今のところは可能性があるんだけど、問題はどこまで多く入れられることができるのか、それが今後の制度の詳細な設計にかかっているというふうに言えます。すみません、時間が少し押していますので、ここでまとめに入っていただいてもよろしいですか。それではあと、買取制度について言うと、日本では、今回ですと太陽光発電は1キロワットアワーあたり42円で、それから今年になると38円に下がりますが、一定程度優遇した買取価格を設定をしています。まあ、それで最後にがん調査の件ですけれども、これは18歳以下の子どもは36万人います。したがって、向こう30年間繰り返し調査をするというふうに福島県及び政府は考えているようです。ですから繰り返し調査をされるのですが、36万人を順番にやっていくと、だいたい3年に1遍ぐらいしかできないんですね。で、まあ、その期間が、途中の期間が空くということが今問題になっています。はい、ありがとうございます。Ja, vielen Dank für die vielen Fragen zu dem Erneuerbaren Energiegesetz beziehungsweise zu der Frage, ob es Möglichkeiten gibt, dass die einzelnen Kommunen sich eben bei dieser neuen Maßnahme beteiligen, beziehungsweise ob die Möglichkeit besteht, inwieweit neue Energieunternehmen in den Markt eintreten können und ob es dann 100% Ökostrom auch geben wird. Ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man muss erst einmal sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird und inwieweit sie kommen. Ob dies ausreichen wird, um sozusagen den Atomstrom komplett zu verdrängen. Und ich denke, hier wird es auf jeden Fall eine große Wichtigkeit
werden, dass der Verteiler, also wenn man den Erzeuger und den Verteiler trennt, dass der Verteiler eine gewisse Neutralität bewahrt. Ich denke, das ist das, was für uns entscheidend ist in den kommenden 10 Jahren. Und das wird auch letzten Endes entscheidend, inwieweit die anderen unabhängigen Unternehmen, Stromanbieter dann in den Markt kommen werden. Zu dem Einspeisetarif derzeit wird der Solarstrom mit 42 Yen, das sind ca. 40 Cent, abgenommen. In diesem Jahr sinkt der Preis auf 38 Yen, das sind dann ca. 35 Cent. Man sieht schon, dass er in gewisser Hinsicht bevorzugt wird im Vergleich zu den anderen Stromquellen. Zu der Frage der gesundheitlichen Untersuchung von Kindern und Jugendlichen. Es gibt derzeit 360.000 Jugendliche unter 18 Jahren. Die Regierung möchte auch Nachuntersuchungen durchführen. Das Problem ist allerdings, bei 360.000 Kindern und Jugendlichen kommt ein Kind vielleicht einmal in 3 Jahren dran. Das heißt, man muss hier irgendeine Maßnahme finden, eine Zwischenlösung finden, dass die Kinder etwas regelmäßiger zur Untersuchung kommen. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen Informationen. Wir hatten heute einen ereignisreichen Tag. Wir haben sowohl Berichte aus Tschernobyl als auch Japan erhalten. Und ich denke, wir werden in unserem Ausschuss im Parlament weiter über die Frage Atomkraftwerke, auch Unterstützung von Atomkraftwerken in anderen Ländern diskutieren. Wie Sie wissen, hat ja der Bundestag einen Atomausstieg bis 2022 in Deutschland beschlossen. Ich bedanke mich ganz herzlich.